dramatische Entwicklung im Königreich Bayern. Ich weiß gar nicht, ob das schon alle Bürger mitgekriegt haben, da unten in den Schluchten und Dörfern. Jedenfalls zieht seit Tagen ein Minnesänger über die Marktplätze und verkündet die frohe Kunde. Christian Ehring. Tanderadei und aufgemerkt, ihr tumben Bajuwaren. Sehet itzo die düsteren Zeichen. Vögel fallen tot vom Himmel. Murmeltiere ziehen sie in ihre Erdlöcher zurück. Und Uli Hoeneß gibt vor Schreck eine korrekte Steuererklärung ab. Alles nur, weil der Söder kommt. Jahrelang hatte der junge Thronfolger Ränke geschmiedet, um den greisen Herrscher aus dem Amt zu drängen. Hier der Moment des Machtwechsels mit Laiendarstellern nachgespielt. Ja, es waren übrigens die exakten Worte von Söder. Endlich auf dem Gipfel der Macht! Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie hat er das bloß geschafft? Dieser telefonzellengroße Höhlentroll aus Franken, wo das Tomatenbrot noch Domadenbrot heißt. Er hat es geschafft mit der mächtigsten Waffe unserer Zeit, Facebook. Einfach gnadenlos jeden Scheiß ins Netz blasen. Der Karpfen gehört fest zur fränkischen Tradition dazu. Die Hälfte aller Karpfen in Deutschland wird auch kommt aus Bayern, aus Franken oder Oberpfalz. Hallo. Ich schwimme in der Norikusbucht. Sensationell. Das Gequietsche ist das Zeichen dafür, dass der Spargel total frisch ist? Wissen viele gar nicht. Und noch viel mehr interessiert es gar nicht. Von morgens bis abends ist der Söder über die Dörfer getingelt und hat das CSU-Volk mit Geld und Drohungen auf seine Seite gezogen. Deswegen reitet er jetzt hochverdient in die Münchner Staatskanzlei ein. König Markus der Hinterletzte. Er lebe hoch! Das arme Pferd. Freu dich, Bavaria, auf das, was nun kommt unter dem neuen Regenten. Die Umfragewerte der CSU, aktuell bei nur 37%, werden innerhalb von Tagen hochschnellen auf 73. Sogar die AfD-Protestwähler kommen zurück aus nackter Angst vor Söder. Und natürlich wird er nächstes Jahr auch Parteichef. Wer denn sonst? Seehofer? Seehofer kriegt ein neues Büro in Berlin. Und Alexander Dobrindt kriegt endlich einen Job, der seinen Fähigkeiten entspricht, als ulkiger Trottel am Hof des Königs. Alles wird gut. Alles wird gut, liebe Bajuwaren. Und zur Feier des Tages nun von mir alle 36 Strophen von Patrona Bavariae. Patrona Bavariae. Hoch überm Sternenzelt. So weit kommt's noch. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank.